Wir haben mal wieder bei der Sugar Gang geshoppt. Shopping. Eine Getränke-Mystery-Box. Und wie viel hat sie gekostet? Ja, unvorbereitet. 39,99. Schwer. Okay. Schere. Unvorbereitet. Jetzt haben wir so eine Schere bedient. Was ist los bei dir? Ups. Schnick, schnack, schnuck. Nee, ich darf. Calypso. Strawberry. Limonade. Shake well. Ich soll shaken. Ein du machst es dann auf, okay. Das ist gut, dass man es. Dass es wieder verschließbar ist, ist gut. Oh, das riecht sehr schön. Oh, das hier riecht sehr schön. Oh, wie bei einer Weinverkostung. Jetzt gibt es echt nur einen ganz kleinen Tropfen von dem edlen Zeug. Hey, wir müssen so viel trinken. Ja, klar. Sauer. Ja. Mag ich. Wollte gerade sagen. Es gibt 5 Dobrokis. 5? Ja, ich bin mit 4 auch dabei. 4? Ja, wer ist jetzt Melone dann? Fanta. Eine Fanta. Ananas Grapefruit. Melone, ich weiß nicht. Scheiße, ich dachte, das sprudelt. Zum Glück nicht. Das riecht nach Fanta. Nach stinknormaler Fanta riecht's. Stimmt. Schmeckt nach nichts. Schmeckt nach Fanta. Zum Glück schmecke ich nicht die Ananas durch, weil ich mag keine Ananas. Meine Geschmacksknospen sind tot, glaube ich. Ich gebe dir eine 1, weil es schmeckt nach nichts und... Ich bin bei 2, weil es ist nichts Besonderes. Ja. Mystery! Fanta, Ananas. Pineapple. Gucken, ob es jetzt auch schön gelb ist. Ja, so ja, muss es doch pissgelb aussehen. Gelb. So muss Urin aussehen, wenn du zu wenig getrunken hast. Wenn du so eine Scheibe Ananas nimmst und genauso dick wie die Scheibe ist, nochmal Zucker oben drauf tust und da reinbeißt, so schmeckt es. Die Pineapple Fanta von mir kriegt eine 2. 2? Ja. Von mir eine 1, weil ich mag Ananas gar nicht. Okay. Oh, das fühlt sich aber wie eine Red Bull-Dose, eine 7-Up. Oh, das ist Cherry. Oh, Kirsch, künstlich Kirsch. Das ist durchsichtig. Nicht so viel, nicht so viel. Oh, Entschuldigung. Ich hätte was Schwarzes erwartet. So Cherry Coke-mäßig. Hä, was? Ich würde dir 3 geben. Ich bin bei 3,5. Ich find's ganz gut. Ja. Was haben wir da? Sauer. Oh, die Marke. Wer erinnert sich? Was erwartest du für eine Farbe? Blau. Blau. Sowas von. Ja. Oh, sehr blau. Dann pinkeln wir später blau. Cool. Kennst du aus der Videothek damals? Oder da gab es diesen Getränkeschrank mit coolen amerikanischen Getränken. Genau so riecht das ja. Oh, ist echt ein bisschen sauer. Das ätzt dir den Magen von innen weg. Ich mag das. Ja. Ich mag das. Er kriegt auch nur 5. Alles, was sauer ist, kriegt von mir nur 5. Echt? Ja, das ist nicht schlecht, aber ich bin bei einer 3. Dosen, ganz viel Dosen. Was haben wir jetzt hier? Oh, das kann ich nicht lesen. Oh, das kann ich nicht trinken. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil das wird Traube sein. Und weißt du, wie diese Traube schmeckt? Ich glaube, das ist die Traube, die du meintest. Ja. Wow, das ist knalle. Oh, bei mir brauchst du, glaube ich, gar nicht mal so viel reinmachen. Ja, das hat nichts mit einer Traube zu tun. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es ist keine Traube. Aber wenn du so einen Wein hast, einen süßen Wein, dann geht es schon in die Richtung. Süßer, fruchtiger Wein. Wer trinkt Wein? Wenn, dann kommt nur Schnaps auf den Tisch. Schnaps auf den Tisch. Ich bin bei 1. Die kriegt auch noch 1 von mir. Arizona. I see. Pfirsich Mango, das klingt geil. Das ist eine Kombi, die ich feiere. Marvel übrigens. Oh. Ganz wenig, weil das riecht echt eklig. Das riecht wie, als wäre Magensäure mit drin. Oh nee. Warum schmeckt das so eklig? Mann, das ist Pfirsich Mango. Wie kann man das so vergeigen? Das allererste Mal in der Geschichte der Snacktests, dass ich 0 Punkte gebe. Oh wow. Weil es mich zum Kotzen reizt. Und es kriegt ein Enthalten von mir. Es kriegt kein Tampoki von mir, weil ich es nicht bewerte. Gatorade. Ein isotonisches Getränk. Gatorade ist ja eine bekannte Marke, ne? Mhm. Früher im Verein gab es bei mir immer Powerade. Powerade? Doch, geschmacklich hat schon ein bisschen was von Powerade. Es ist jetzt halt das, was am wenigsten süß ist von all den Sachen, die wir schon probiert haben. Ne? Ist fast wässrig sogar schon. Ja. Ist okay, ich gebe dem eine 2. Ja. Noch bei der 2. Und noch ein Gatorade. Lemon Lime. Das hat schon mehr Geschmack als das Blaue. Aber es schmeckt halt wie Fanta, aufgemengt mit Wasser und eine halbe Stunde die Kohlensäure rausgeschüttelt. Ich glaube, den 2 Dosen. Ich bin auch wieder bei 2. Coca-Cola Cherry. Würde ich aber nicht aufmachen, weil ich kenne Coca-Cola Cherry. Und wir haben jetzt schon so viele offene Sachen da. Die gibt's auch hier. Das noch ein flüssiger Tod. Ja, da haben wir schon mal was von gehört. Ja, was ist denn der flüssige Tod? Wir hatten Wasser.
Quellwasser. Oh, das ist jetzt Sprudelwasser. Geil, und diesmal nutze ich die Situation und gebe ihr 5 Punkte für das Design. Weil ich feiere die andere auch so hart, die macht sich gut in der Deko. Ja, so sieht man es jetzt nicht, du Spaß. Oh, da ist nochmal Gatorade. Nochmal das gleiche? Nee. Das eine ist Frost, das andere ist Cool Blue. Der Ozean. In ein Glas. Ist irgendwas Zitroniges drin oder bin ich blöd? Ja, ist halt auch eine 2. Das kommt Powerade sehr nah. Ich bin bei 2,5, weil ich das ein bisschen besser finde als die anderen beiden. Haben wir das nicht das letzte Mal schon gehabt? Strawberry Kiwi? Ich bin mir nicht sicher. Eine Beule. Die Erdbeer kommt direkt und ist süß. Und dann kommt die Kiwi irgendwie nach und macht ein komisches Gefühl hinten im Hals. Das schmeckt mir nicht. Komischen Beigeschmack oder so, einen Nebengeschmack. Wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist Kiwi oder das ist Erdbeer. Es gibt dir eine 1. Ja? Ja. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen der normalen Fanta. 2,5, 3. Ja? Ja, Fanta ist okay. Dr. Pepper. Erdbeercreme. Was ist die gewesen? Ja, das ist eine Coke. Im Nachgang schmeckt es nach dieser Sahne auf der Zunge und nach Erdbeer vielleicht ein bisschen. Ein bisschen seifig sogar fast. 2. Mountain Dew. Citrus Blast. Citrus Blast. Mehr von Limonade als von Energy. Also koffeinhaltige Limonade. Ja, im Endeffekt. 3 auch. Durchschnitt. Bisschen besser als Durchschnitt. Dann 0% Juice. 0% Juice. Was? 0%? 0% Juice. 0% schreiben die extra drauf. Hier ist übrigens kein Saft drin. So, das war die Mystery Box. Und das sind meine Favoriten. Was da? Die beiden? Ja. Das hier war auf jeden Fall das schwarze Schaf da drin. Ich wäre nicht ich, wenn ich noch ein paar Getränke zusätzlich bestellt hätte. Ehrlich? Ja. Okay. Aua. Oh. Was hast du getan? Warum auch? Peach. Hatten wir den nicht schon? Nein. Ich dachte, die hatten wir beim ersten Mal. Komplett durchsichtig. Süßer, süßer Pfirsich. Geil. Bin ich froh, dass ich die nicht hier im Laden noch nirgends gesehen habe. Ich würde mich so fett trinken. Das kriegt eine 1 von mir. Ach, hör doch auf, du. Nein, das ist wirklich so. Das ist gar nicht mein Geschmack. Ich finde, es schmeckt seifig. Ich finde es geil. Also im Vergleich zu allem anderen kriegt das von mir auf jeden Fall eine 5. Okay, cool. 5. Oh mein Gott. Das ist was, was man reindrücken muss. Und du wirst die Kraft dafür haben, ich nicht. Limonade mit Melonengeschmack. Melone. Diese Glaskugel muss man da reindrücken. Das ist eine Glaskugel. Oh, ich habe keine Kraft dafür. Das ist super schwer. Das hat doch gerade schon ein bisschen gezischt. Ja, du musst es mit diesem Deckel, weil das bricht dann so durch. Mit Deckel. Nicht auf dem Tisch. Ja. Oh, das tut weh. Das ist richtig gemein, ich weiß. Aua. Oh, wie tricky. Jetzt wird's tricky. Das ist nur dieses Ding hier. Ach so, jetzt wird's. Wow. Fuck. Es hat geklappt. Oh, wie, da ist die Kugel reingefallen. Oh, ja. Die Kugel schwimmt jetzt da drin rum. Kann man die verschlucken? Nein. Wieso ist sie jetzt da drin? Ich finde das nicht gut. Ist die jetzt für immer offen? Ja. Nicht wieder verschließbar? Nee, nicht wieder verschließbar. Wow. Es riecht mega hart nach Melone. Schmecken tut es nicht so stark nach Melone. Ich bin bei 4 Punkten. Ich bin bei einer 1. Ach du immer. Ja, dann gucken wir mal, ob ich das finde, was dir schmeckt. Oh, das war's nicht. Wahrscheinlich schon wieder Peach. Wahrscheinlich nicht, nein. So, Fanta Pfirsich. Diesmal aus Amerika. Boah, was eine krasse Farbe. Das sieht aber ganz anders aus, aber riecht fast genauso. Aber ich schmeckt für mich weniger nach Pfirsich als der andere irgendwie. Ja. Schmeckt wieder mehr nach Fanta. Ja. Mit bisschen Pfirsich. Ich krieg wieder eine 1 von mir. Ach, alle du. Fanta kriegen von mir eine 1. Ich bin bei 3. Ich find's okay. Wow. Du hast alles in Pfirsich gekauft. Ist das auch Pfirsich? Das ist auch Pfirsich. Geil. Coca-Cola Asia Pfirsich. Krass. So sieht Coca-Cola in. Riecht nach Cola. Riecht nicht besonders, als wäre da was anderes drin. Ich hab hier noch Pfirsich drin. Okay. Sieht aus wie Cola, riecht wie Cola. Schmeckt wie Cola. Ich schmecke jetzt nicht zwingend Pfirsich raus. Okay, was würdest du der Cola geben? Eine 3, Cola ist lecker. Von der gleichen Marke. Von der gleichen Marke wie das abgefahrene das blaue. Krasse Getränk. Aber diesmal. Es ist Melone, aber vielleicht kriegst du es nicht. Wenn es zu lecker ist und zu sauer, krieg ich es. Natürlich. Ich habe hier schon genug. Stopp. Oh, sauer. Oh, direkt sauer. Ich schmecke da keine Melone.
Ich weiß aber auch nicht, was ich da schmecke. Es ist so sauer, dass man nichts schmeckt. Schmeckt auch nicht viel, aber das war ich mag sauer halt. Das kriegt eine 4 von mir. Ich bin bei einer 2, weil ich finde, es hält nicht, was es verspricht. Das ist, ja, nach Melone schmeckt das auch gar keinen mehr. Sour Apple, Green Apple Soda. Oh, der kam von tief. Giftgrün. Geil. Ja, Prost. Nicht so sauer wie das Wassermelone, glaube ich, gerade. Aber das Apfel kommt mehr durch. Das deutsche Melone. Ja, obwohl es auch nicht so krass ist, dass man jetzt beim ersten Schluck denkt, boah, das ist der geile Apfel. Aber ich finde auch, Apfel könnte intensiver sein. Das war's dann von uns. Unser Brand ist gestillt. Und wir haben ein bisschen mehr Erfahrung in der kulinarischen Welt der Getränke. Cool. Was kommt als nächstes? Die Mystery Sour Sugar Gang Box. Cool. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. In dem Sinne, Prost.